das ist sehr wahrscheinlich das radikalste Liebespaar. Nicht zu vergleichen zum Beispiel mit Shakespeares Romeo und Julia. Dermaßen radikal diese Entscheidung dieser zweier Menschen, dass das rational gar nicht mehr fassbar ist. Selbst die üblichen Requisiten vermeide ich. Und das heißt, die Sängerin der Sänger hat nichts anderes außer Wagner, sich selbst und dem Partner. Beim ersten Mal hören auch der Oper in der Vorbereitung dachte ich immer, das sind nicht nur zwei Menschen, die aufeinander treffen, schicksalshaft, sondern als würden zwei Planeten ineinander rasen und explodieren und verschmelzen, bis hin, dass daraus vielleicht sogar ein schwarzes Loch entsteht. Die Physik nennt das dann die Singularität, dass es nur noch ein Element gibt. Das ist physikalisch gar nicht erklärbar und kein Physiker kann das erklären. Ich war auch am CERN-Institut und habe mir da alles angehört und diese Vorträge, um dann noch einfach weiterzudenken. Es hat sehr viel mit unserer Lichtregie vielleicht zu tun, die man dann erleben kann. Und ja, also das war für mich hilfreich, außerhalb der Psychologie von Menschen zu schauen, sondern eben auch hin bis zur Physik. Weil wenn die Physik und die Mathematik mal etwas nicht mehr erklären kann, landen wir auch sofort in der Metaphysik und im Mystischen. Und das ist natürlich der spannende Bereich für Wagners Musik und diese Oper. Tristan und Isolde is the summit in Wagner's oeuvre because he was constantly reinventing himself as a composer with all pieces he did, but suddenly with Tristan he wrote something which depassed all his previous works. It is an intoxicating music. When you hear it for the first time, I think it's impossible to ever forget it. We are all addicted to this, like the musicians, the singers, the conductor. It does something to us to be on the way, always. We are never coming home in a kind of cadenza, like in other music. But here, for the first time ever, Wagner opened his language to chromatic scales and modulations, and it's an ongoing, endless breath. And that's also very, very unique in this piece, that you're always on the way and it carries us to the most extreme landscapes. Well, it has of everything, really. The drama, the ecstasy, it has the beauty and the tenderness. So everything is in.